Herzog zur 104. Folge, wenn man hier welche Weg guckt, Simulation zusammen mit Flo und Noel. Servus. Okay. Aber du machst nicht mit, oder was? Hä? Aber sonst habt ihr immer gesagt, unten hier. Eigentlich nicht unbedingt. Echt? Das kommt mal vor, aber es ist nicht so, dass wir jedes Mal sagen, ja, und ich bin auf dem Bin auf und ich bin auf dem Boy. Hui! Alter! Hier ist aber heute echt sportlich. Wirklich, ne? Auf einmal, ich komme aus der einen Kreuzung, kommt Flo mir entgegen, nächste Kreuzung kommst du mir entgegen. Ja, da scheint ja noch so ein dummes Auto im Weg. Also, ich will nichts sagen, gell? Es war auch wieder klar, Flo, bei, ne? Dass du meinst, wenn ich überholen möchte, hier den dicken Macker zu spielen. Bei, ich will nichts sagen. Bei 80 lenkt der LKW aber auch nicht mehr, gell? Lucky, da war ein Baum. Ach, Junge, da war ein kleines Bäumchen mit dem LKW, die normalerweise sowas von klein gestoppt. Der Kühlergrill vielleicht ein bisschen kaputt gemacht, aber sonst. Herr Flo, ich will jetzt halt hier oben Tacheles ziehen, gell? Ruckzuck. Siehst du mehr oder was? Ruckzuck aufgeladen. Den Bums. Ich dachte, der wäre hoch geschossen. Ist es auch. Du solltest dich einfach die Schleiche anschließen. Die Schleiche anschließen? Sind wir jetzt verschleicht werden oder weißt was? Das ist das gleiche wie bei der scheiß Ballengabel. Das war gut. Nee, ich hab einfach. Er schließt die Hälfte nicht an und meckert rum, es geht nicht, ist kaputt. Bist du so in der Firma auch, steckst die Seemaschine, hängst an 3 Punkt und Hydraulik steckst du nicht an, sagst, ich kann sie nicht auseinanderklappen, ist kaputt. Nein, ich glaube, es ist doppelt, kann das sein. Weil der versucht, Leute zu befriedigen und merkt auf einmal, hä, geht das denn überhaupt? Ja, da muss schon drinnen, ach so. Ja, so ungefähr. So stellen wir uns den Flur vor. Flur on fire. Das ist eine blöde Frage, seid ihr jetzt gerade erst angekommen? Ich bin jetzt da, ja. Ja moin, ich bin ja auch jetzt da. Ich bin halt die Deepins des Volvos an. Magst du vielleicht gleich einmal kurz aussteigen und wieder einsteigen? Hab ich doch gerade schon gesagt, ich sehe doppelt. Ach, also, glaub ich, du siehst doppelt, ich hab verstanden, du hörst doppelt. Doppelt hören tut Glück mir auch. Was? Ich will einfach produktiv sein. Du bist nie produktiv, als wenn du 10-mal da wärst. Ja, der Kabel ist persönlich. Flo, die Schaufel ist voll. Das ist die 10.000 Liter? Ja. Ja, kipp halt. Du kannst ja auch mit deiner normalen Schaufel ein bisschen auskippen, dann geht es ein bisschen schneller mit dem Ausleeren. Wir wollen heute was schaffen. Im echten Leben würden die Massen da auf den Anhänger prallen, der Anhänger wird sowas von oben hauen. Ja, ich will Boom Anhänger voll sein und Flo hat hier schon wieder umeinander. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie schneller geht als mit der Maus. Wenn Flo jetzt den Radar noch bedienen kann, dann wird es was. Jetzt wollen wir aber bitte die Kirche im Dorf lassen, okay? Ich glaube, du reißt gerade die Kirche sowas von aus dem Dorf hinaus, Junge. Ach. Zwei Schaufeln noch, oder, Lucky? 40.000 hast du drin. Ich hab 30.000 drin. Oh, drei Schaufeln noch. Ja, der Flut, die Schaufel nicht richtig am Boden. Als ob er nie damit gearbeitet hätte. Jetzt noch zwei Schaufeln. Also ich will nichts sagen, aber uns werden alle Leute auslachen, dass wir mit der Maus versucht haben, das aufzuladen und mit dem Radlader gefühlt 15 Mal schneller sind. Ja, weil ich das mit Maus so geil fand, eigentlich von, ne, das ja, es wäre mega geil gewesen. Weil Flo wenigstens bedienen könnte, ne, aber kannst du halt nicht, ne? Ja, du hättest auch einsteigen können. Nur, ich habe seit wahrscheinlich sogar noch nicht mal was geändert. Außer ich hätte halt echt gedacht, gell, wenn sich jemand anders eingestiegen hätte und die Maus tiptop funktioniert hätte. Hätte ich sowas von gedacht. Okay, ich kann's fahren.
Chill doch mal, so schnell bist du. Du brauchst eh nur 10 Minuten, bis der Radlader wieder vorne ist, Junge. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Nur weil ich nicht so gut sehe, kann ich nicht, dass ich blind bin, Bastard. Sicher? Jetzt ein oder später? Flo, später. Du weißt schon, wie man den Radlader-Schaufel eigentlich voll macht, oder? Nein, weiß ich nicht. Eben am Boden, die Spitze Boden rein, nicht nach oben schauen lassen. Eben. Parallel zum Boden, anlegend am Boden. Genau. Kommt drauf an, mit was du die voll machen willst. Ja, wir wollen sie mit Zuckerrüben voll machen und nicht mit Erde unten drunter. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ah ja, falls sich irgendjemand fragt, warum ich mein Headset so dumm drauf hatte, das hat seine Gründe. Es wird niemals fragen. Ja, es hängt halt so halb wie vorne auf der Stirn drauf und irgendwie ja, sogar nicht auf dem Kopf. Ich weiß, wie das hängt, aber es, ich sag doch, es wird niemand fragen. Ich sag's nur, es wird seine Gründe haben. Mehr sag ich dazu nicht. Mir will auch keiner wissen. Ja, passt, besser ist es. Ja, weil du nicht tot bist, ist traurig genug. Ist es an Lucky gerichtet? Warte zurück! Dann fasst ja alles. Hast du gesehen? Ja, ich auch. Ja. Bist du auf dem Rückweg? Was? Auf dem Hinweg, ja. Auf dem Rückweg. Nee, auf dem Hinweg. Boah! Fahr mal ein Stück vor. Reicht. Wenn es hier gleich wieder so leckt wie vorhin, dann wird halt erstmal so schnell links. Ich glaube, da ist so geleckt, das war die Maus schuld. Es liegt nie ab, Häuschen. Volvo Sound ist echt nicht schlecht, aber wenn der wirklich voll ist, dann habe ich echt das Gefühl, der klingt ein bisschen wie ein Traktor, wenn der wie so ein alter Case-Deck sieht. Ja, der knattert, gell? Ja, der hat dann wirklich so einen Sound wie so ein alter Case-Deck, hast du immer dieses... Ich dachte, hä? Dachte erstmal, was ist das denn? Warst du ganz voll schon? Es fehlen 400 Liter. Ja, okay. Weil du eine Schaufel mit einem 9000 Liter eingeschmissen hast, du nicht mit 10.000. Ja, weil die irgendwie nicht voller wurde. Und ich dann gedacht, oh, komm, scheiß drauf. Furcht an jeder Ecke. Lucky, okay, fick dich. Nein. Hallo. Und auch solche Begriffe wollen wir nicht hören. Wollte gerade sagen, wir wollen jetzt nicht, dass das Video gesperrt wird. Ich schnippel da gar nichts raus, das solltest du inzwischen wissen. Ja, wir haben noch nie aus dem Video, wir haben bis jetzt nur in unseren ganzen Videos haben wir einmal was rausgeschnitten, weil es kritisch war. Ich habe noch nie was rausgeschnitten, das hat die Katharina für uns gemacht. Ja, und dann kam dann ein fettes. Aber wie gesagt, nur einmal. Alter, Ganga, du bist sowas von übers Ziel rausgescheppert. Ne. Also die Hupe ist scheiße vom Volvo. Ja, die ist absolut scheiße. Wäre jetzt noch richtig fettes Punktaufteil, Alter, dann wäre... Ja, so. Ah, Lucky, brauchst du jetzt eigentlich bei unseren Benz auch so eine zweite Kupplung ein, dass der mit dem Anhänger dann eben steht? Wie der Volvo hat. Ja, dass die Kupplung beim Anhänger nach oben versetzt wird. Schwach. Ui, ist das. Jetzt hast du mich überschoben. Das war ganz ehrlich, Flo, ne? Wir brauchen so lange für die Wege. Warum, wenn ich komme, bist du irgendwo an der anderen Seite von Afghanistan? Weil ich die ganzen Rüben vom Weg geholt habe. Nicht da, wo der Anhänger war. Jungs, es gibt Geld. Können wir mal die Mission abschließen. Abschließen, abschließen, abschließen. Oh. Hab ein bisschen Geld gegeben.
und fühlt sich das, das ist genau das Gegenteil, wie wenn das Finanzamt einmal um die Ecke kommt. Dann ist dasselbe, nur dass das dann rausgeht. Von wenn das Finanzamt um die gehen, kommt der Verkäufer wieder irgendein Bums. Wir haben ja noch ein, zwei gemietete Fahrzeuge, die wir kaufen können. Eine andere. Boah! Zeit. Ja, wie zum Beispiel der Drescher. Der Drescher kostet, glaube ich, einen Haufen Geld. Den können wir als nächstes kaufen. Der kostet nämlich, glaube ich, fast 25.000 Miete pro Tag. Und hat inzwischen auch 10 Stunden drauf. Ich finde bei der Ärzte immer noch keine Möglichkeit, Sachen zu finanzieren, ne? Nee. Mann, das wär's. Wenn sie mal den Ärzte finanzieren könnte, Alter, dann hätten wir nur fette Maschinen. Ne, klar, du klickst auf, ne, daneben kaufen wir vom Bad finanziert. Da klickst du drauf, kannst dann eingeben, ne, die Anzahlung? Deine Anzahlung und dann einfach die Raten. Muss ja nicht auf die Jahre geteilt, das muss ja nicht. Also nee, da wird halt gesagt, dass du sagst, du willst jetzt täglich. Was für eine Rate möchtest du täglich zahlen? 2000 Euro und dann zahlst du es halt innerhalb von 15 Tagen ab. Bist du voll? Jo. Also das hat gut gepasst. Du hast schon wieder irgendwie was, keine Ahnung, auf dem Weg verloren, aber passt. Ich will nicht sagen, das hat jetzt gut gepasst. Lucky. Blinker, turn the left. Wenn ich beim Gas gebe, habe ich das Gefühl, wie ich mein Pferd mit so einem alten Case. Also ein bisschen Feelings dafür habe ich. Außer wenn man hier so um die Kurve fährt, auch ein bisschen langsamer, der Anhänger, der schiebt wenig. Zweieinhalb, 2000 Liter werden es schon noch sein, oder? Zuckerrüben. 2000 Liter werden es schon noch auf dem Feld liegen, Zuckerrüben, oder? Ja, warum nicht? Ich hätte nochmal einen Zuckerrübenvertrag angenommen. Der bringt nämlich wieder 80.000. Und ich glaube, nicht Zuckerrüben so bringen. Ich überlege, allein ich habe ja noch 60 im LKW jetzt. Du 60 nochmal? Ja. Ja, nee, ich so bringe Zuckerrüben 250 Euro. Nochmal gut. Wenn ich doch nicht mehr bringe, ist doch schön. 202 mal. 250, ja, sind gerade 50.000 und sind wir bei 80.000, das sind 30.000 mehr, da kannst du nichts sagen. Nee. Also, ich will nichts sagen, vielleicht langsam wird es Flo warm. Ich glaube, in der nächsten Folge schaffen wir 3 Kipper pro Folge. Luki, bist du schon auf dem Rückweg? Nein. Weil das auch jedes Mal an derselben Stelle. Jedes Mal, wenn ich in dieses Dorf hier einbiege, auf gut Deutsch, kurz vorm Landhalle und frag sie, bist du auf dem Rückweg? Ja, ich frag immer dann, wenn Flo noch eine Schaufel bei mir reinschmeißen muss. Ich weiß es immer dann, wenn die letzte Schaufel kommt, dass ich losfahre. Also ich finde das gut, das Tempo. Also auch euers. Ja, ich sag mal so, jetzt halt der dritte Lastwagen würde halt nur das Ding rausnehmen, was halt jetzt die eine halbe Fahrt würde der eine Lastwagen dann auch schön rausfiltern und dann hättest du halt nicht Durchstand, sagen wir es so. Hätten wir jetzt noch einen dritten Lastwagen, werden wahrscheinlich werden 3 EKW-Verladungen pro Folge gar kein Problem, wenn nicht sogar 4. Ja, wie Luki schon sagte, die meiste Zeit geht ja beim Fahren drauf. Das ist doch gut. Besser als beim Laden. Ja. Ich stell dir vor, ich hätte jetzt einen Lader hingestellt mit 2000 Liter Schaufel, dann würdest du die nächsten 3 Jahre laden.
Dann wird sich sein Tinder seiner vier Kipper hinstellt und die Kipper umhängt. Und einer abfährt. Yes, oh, yes, ich befürchte, dass genau das passiert irgendwie. Der macht dann halt den Taschenmesser hier. Fanny, du bist schon direkt am Beten, Junge. Ich so. Und hab schon voll in den Eisen drin gestanden und dann kommt er. Sie hat doch schon Jesus geboten. War schon mit Gott Hand in Hand. Ja. War schon gottlos. Luki, it's time to say goodbye. Hab ich schon gesagt, Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, gerne auch ein Abo da, schaut gerne bei G-Mortal vorbei. Und ein bisschen, mit unserem Code gerne auch ein bisschen Rabatt. Bei Giants könnt ihr auch gerne vorbeischauen, kostet euch nicht mehr, unterstützt uns aber und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Tschüss.